Jo, wunderschönen guten Tag, meine Lieben Spritzer. Crowny ist hier am Start und ich freue mich heute besonders, weil es VGO Reaper wieder gibt. Auf euren Nacken, auf meinen Nacken. Ich habe die letzten Videos nur verloren. Das soll euch auch direkt eine Warnung sein, ja? Wenn ihr mit euren Skins hier spielt, spielt einfach nur mit Skins, die ihr wirklich nicht mehr braucht. Ladet nichts extra dafür auf. Bestimmt die letzten 10 Videos habe ich jedes Video minus gemacht. Es muss jetzt irgendwann mal ein Ende haben, die Pechsträhne. Und ich muss hier jetzt irgendwann mal richtig gewinnen, ja? Also, ich habe hier gedacht, die Pots sind immer so $50. Wir werden auf jeden Fall mal 3 Pots spielen. Ungefähr $20. So machen wir 1988. Tipptopp. Und hoffen, dass wir heute einfach echt mal Glück haben. Dass wir mal richtig gewinnen. Dass wir uns freuen können. Dass wir mal wieder ausrasten. Geil. Habe ich auf jeden Fall richtig Bock. So, angenommen ist es. Mal gucken, wie lang es... Oh, direkt drin. Okay, das ist auf jeden Fall echt nice mit den VGO-Skins im Vergleich zu CSGO-Skins, dass es hier einfach ultra knackig schnell geht. Mal hier gucken, $50-Pot hat einer gewonnen mit einer 4% Chance, einmal so Glück haben. $80-Pot war hier davor, VGO bzw. CSGO-Reaper war ja früher absolut bekannt für die High-Pots. Aktuell immer so um die $50, das ist aber auch schon eigentlich gerade so meine Kragenweite, würde ich sagen. Also wenn die Pot ist hier auf $500, so wie früher, huh, Bruder, da wäre ich auf jeden Fall raus. Hier hätten wir noch Coinflip, da können wir nachher auch überlegen, ob wir nochmal so ein Coinflip zimmern. Da werden wir auf jeden Fall mal... Doch, ich denke auf jeden Fall, werden wir zum Schluss noch einen Coinflip aufmachen. Je nachdem, wie es hier natürlich jetzt läuft. Ja. Aktuell sind erst $31 drin. Davon sind 20 von uns. Zweimal $2 kamen hier noch rein. Komm, ein bisschen mehr wollen wir schauen. Wie viel Prozent haben wir denn aktuell? Also, ein großes Stück vom Kuchen ist auf jeden Fall bei uns. Wir sind Farbe Rot. Darauf wetten wir natürlich. Wieder einer drin mit $8. Aber wir haben ja aktuell so viele Prozente. Das ist ja nicht normal. Wenn es hier so weitergeht, hier mit 4% einer gewonnen. Hier mit 24. Okay, jetzt geht's los. Scrollen wir wieder ganz nach oben. Komm, bitte. Das sind ungefähr 50%, oder? Gleich sehen wir es, wenn der Kuchen zugeht. Mach keinen Scheiß jetzt, ey. Wenigstens 10. Digga! Kann fucking nicht wahr sein. Das sind $46. Wir hatten ungefähr 20 drin. Das waren ungefähr 45% oder so. Ey, nicht mal das ist uns gegönnt. Aber es war ja erst der erste heute. Wir sind ja immer noch gehypt und hoffen, dass die nächsten was werden. Wir haben hier so viele leckere VGO-Keys. Ich glaube, die Butter war da mal rein. Da können wir nämlich genau ein 20 machen. Hier, Abfahrt. So, nächsten $20 sind accepted. Kommen jetzt in den Pot. Absolute Early-Tickets. Nein, es waren ja gerade eben schon die absoluten Early-Tickets. Das war ja der Penner da unten. Hat gewonnen. Ja, mit einem 2%, also mit einem 2er-Ticket. Ja, das ist natürlich krass. So viel hätte man gar nicht reinbuttern können. Da hätte noch was, weiß ich, wie viel reinkommen müssen. Hätten die Leute da jetzt irgendwie $500 noch reingeschmissen, dann hätten wir den gewonnen. Dann hätten wir uns natürlich auch gefreut. Aber jetzt sind wir mal die absoluten Early-Dinger. So, ich glaube, in der Zeit, wo wir hier warten, bereiten wir auch mal einen Coinflip vor. Darf ich jetzt erstmal aussuchen? Ne, warte mal. So. Okay. Bereiten wir hier mal einen knackigen Coinflip vor. Auch mit Keys, wie gesagt. Das sollte auf jeden Fall die Leute gut triggern. Terror oder CT? Ich fühle irgendwie CT. Ja, ich glaube, CT ist es auf jeden Fall. $20 Coinflip tun wir jetzt vorbereiten. Machen die Nummer schon mal auf. Gehen aber nochmal zum Jackpot zurück. Ja? So, weil der geht nämlich jetzt auch los in 13 Sekunden. Und es sind, wie viel? Komm, zählt schneller. $48 drin. Oh, $57 drin. Komm, wir haben wieder so um die 33%. 35% würde ich sagen, oder? $20 von... Ja, doch, 35%. Könnten wir haben und auch mal gewinnen. Hey, hör doch auf, Alter. Mit $4. Will er mich eigentlich komplett verarschen? Er gewinnt mit 7% und mit 13%. Alter, das macht mich sauer. Jetzt machen wir hier erstmal einen 20er Coinflip auf. Ganz gediegen. Auch schön mit Keys. Und es ist schon einer gejoint. Hier eine komische Ente. Chicken, okay. Der gute alte bekannte Chicken. Solange dieser andere Pimmel nicht joint mit seinen Kackprozenten, wo er immer gewinnt. Komm, wenn wir das jetzt gewinnen, sind wir aktuell minus 20. Komm, jetzt 5 Sekunden. Bitte lass es krachen. Verdammte Scheiße, Alter. Kann nicht wahr sein. Wir müssen noch irgendwas gewinnen in dem Video. Bitte, bitte, CT, 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 CT. Jawohl! Endlich mal haben wir gewonnen. Wir haben gewonnen. Hier, zack, natürlich akzeptieren wir direkt. Dann sind wir jetzt aktuell minus. Wie viel zwacken die sich ab? Würde mich natürlich auch noch interessieren. Wie viel waren jetzt im Pot? Also es waren ziemlich genau $40,50 im Pot. Wie viel kriegen wir hier raus? 39,90. Ey, das ist voll okay. Das sind 60 Cent. Das passt, okay. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall mal wieder ein bisschen was reingeholt. Das ist lecker. Wir probieren es auf jeden Fall nochmal mit CT hier. Machen hier direkt noch einen Coinflip. Vielleicht ist einfach Jackpot heute nicht unseres. Wenn wir den jetzt noch gewinnen, hätten wir auf jeden Fall schon mal wieder plus minus 0. So, Coinflip sollte jetzt auch gleich aufgehen. Gehen hier. Wir haben auf jeden Fall einen neuen aufgemacht. Ja, wunderschön. Komm nochmal rein hier, du Ente. Ich knall dich nochmal weg, Kollege. Oha! Der nächste ist hier direkt gejoint, der Kapau. Ziemlich genau ist 50-50. Komm, direkt nochmal. CT ist es heute. Blauer Hintergrund macht Sinn. Macht absolut Sinn. Komm, nochmal ein geschmeidiges CT. Fuck!
geht's nicht, Mann. Ach Gott, Alter. Jetzt sind wir wieder bei minus 40. Kommen wir mal jetzt den letzten Part nochmal im 30er. Lassen nochmal richtig die Eier zappeln. Wir lassen jetzt nochmal krachen. $30 und hoffen natürlich auf das fucking Beste. Wenn wir das jetzt auch noch verlieren, wären wir minus 70. So, jetzt auf geht's. Wir sind wieder Early Tickets. Oh, jetzt hier geht's los. 4 Sekunden noch. Ey, wir haben über 50%. Okay, jetzt haben wir 49% oder so. Das muss doch jetzt mal reichen. Wir müssen noch ein Pot mal gewinnen, bitte. Ey, mach keinen 31er. Ja. Ja, wir können uns zwar nicht richtig freuen, weil wir natürlich mit der 50% Chance gewonnen haben, aber wir haben fucking gewonnen. Heißt also, wir sind nur noch minus 10, oder? Ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen Coinflip und dann beenden wir das Video entweder mit Plus oder mit Minus. Das ist das alle entscheidende Coinflip sozusagen. Zack, zack, $32, ja komm, $35. Entweder wir haben jetzt plus 25. Plus 25 ist auch eine Menge Holz. Kann man auf jeden Fall mal absolut lecker Döner essen gehen. Und eine geile Coke mit dazu. Und sogar noch einen Döner für die Frau und eine Coke für die Frau. Also 25 Euro kann man schon lecker schmatzen gehen, muss ich sagen. Ja? Das argentinische Rumpsteak ist da natürlich jetzt nicht drin, aber das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen einen absolut leckeren Döner. Jetzt sollte der letzte Coinflip auch aufgehen. Egal, wie es ausgeht, danach sind wir zu Ende. Oh, das Entchen ist wieder da. Gegen das Entchen habe ich doch vorher schon mal gespielt. Komm, bitte. Ich will der Endgegner sein. Die Ente wie so Super Mario im Crowny-Schloss unterwegs und kann es einfach nicht schaffen, den Crowny zu besiegen. Das wäre geil. Oha, zwei leckere Sahnestückchen hat er hier reingepackt. Zweimal gute Waffen, also relativ gute. Komm bitte. Jetzt mach kein 31er. Oh Gott. Oh Gott, komm bitte. Ey. Da platzt mir echt der Sack. Minus $45 wieder gemacht. Die Bad Luck Streak ist immer noch am Start. Nervt mich. Ich hoffe, nächstes Video läuft es besser. Ich hoffe, euch hat es trotzdem ein bisschen entertained. Ihr habt ein bisschen Schadenfreude, weil ich natürlich wieder Kohle verloren habe. Ich sag bis zum nächsten Video. Haut rein und bis Spider-Man. Tschüss.